Hallo, ich bin Sabine. In diesem Video erfährst du etwas über die Atmung des Menschen. Ganz genau geht es heute um den Gasaustausch in der Lunge und im Körper. Damit du alles gut verstehen kannst, wäre es sehr schön, wenn du schon die Atmungsorgane kennst und auch etwas über die Zusammensetzung unserer Atemluft weißt. Am Ende dieses Videos weißt du ganz genau, wo und wie der Austausch zwischen den Atemgasen Sauerstoff und Kohlenstoffdioxid stattfindet. Sehen wir uns zunächst den Gasaustausch in der Lunge etwas näher an. Wie du weißt, befinden sich am Ende der kleinsten Bronchialverästelungen viele kleine Lungenbläschen. Diese sind von einem sehr feinen Netz kleinster Blutgefäße umgeben. Diese Blutgefäße heißen Kapillaren. Wie du siehst, habe ich das Netz der Blutkapillaren in zwei unterschiedlichen Farben gezeichnet. Warum eigentlich? Nun, die unterschiedlichen Farben sollen den unterschiedlichen Gehalt an den Atem. Den kompletten Film und viele weitere findest du auf www.sofatutor.com. Über 7000 Lernvideos erklären dir, was du für gute Noten wissen musst. Tests überprüfen dein Wissen nach jedem Video. Echte Lehrer helfen dir im täglichen Live-Chat sofort bei deinen Problemen. Du kannst außerdem Privatstunden bei deinem persönlichen Online-Tutor buchen, um tiefer in ein Thema einzutauchen. So helfen wir dir, deine Zensuren ohne großen Aufwand zu verbessern. Probiere es am besten sofort aus. Auf www.sofatutor.com